Servus Leute und herzlich willkommen zu Let's Test Ride the Game. Heute ist die Beta erschienen. Ich bin mega gespannt, wie das läuft. Wir schauen uns das doch jetzt gleich mal an. Der offizielle Release ist ja am 27. März. Ich habe jetzt noch nicht das Spiel gestartet. Also das ist jetzt wirklich der allererste Start. Ich bin gerade nach Hause gekommen, habe es runtergeladen und jetzt starte ich es direkt mit euch. So, Ladebildschirm. Los geht's. Ah, die Grafik. Eine schöne ZX10R. Wir haben anscheinend die Optionen. Wir schauen erstmal in die Optionen. Wir haben Geld zur Verfügung. Zum Tunen, schätze ich mal. Schauen wir mal, wie die Steuerung ist. Bremse. Rewind-Taste 8. Bremse hier. Rewind machen wir hier. Okay. Ja, das findet sich dann alles fertig. Ich würde sagen, schauen wir direkt mal, was geht. Schnellmodus, schnelles Rennen. Wir Strecke wechseln, mal schauen, was für Strecken verfügbar sind. So wie es ausschaut, nur Sierra Nevada. So stand es auch in der Beschreibung. Und wir werden drei unterschiedliche Motorradklassen zur Verfügung haben. Ich glaube, Super Sport, Super Bike und Naked, Super Naked oder irgendwie so. Schauen wir uns gleich nochmal an. Wir haben hier zwei Streckenvarianten zur Auswahl. Einmal die ganze Strecke, einmal die Clubrennstrecke. Ich würde sagen, wir nehmen die Clubrennstrecke, wenn wir mal mit den Super Bikes hier unterwegs sind. Modern Super Bikes. Okay, wir haben Modern Super Bikes. Dann haben wir Modern Super Sports mit der CBR 600 RR. Und wir haben noch Naked Bikes under 700 Kubik. Da haben wir dann die Triumph Street Triple R. Wir fangen jetzt direkt mal an mit der Cover ZX10R. Schauen wir in die Rennoptionen. Runden 3, KI-Schwierigkeit machen wir auf schwer, so wie wir Meisterung kennen. Rewinds lassen wir mal 9 an. Fahrphysik machen wir auf Semi-Pro. Automatische Bremse ist aktiviere oder deaktiviere. Dieser ist besonders nützlich, wenn du die Strecke noch nicht kennst und weißt. Ja, das machen wir aus. Gekoppelte Bremsen lassen wir ein. Anti-Wheelie machen wir Mittel. Ducken lassen wir auf Automatik. Ideallinie machen wir nur Kurven. Schaltung lassen wir an. Und Traktionskontrolle machen wir auf Hoch. Würde ich sagen, starten wir doch gleich mal direkt ins erste Rennen. Die erfolgreiche Dynastie der Ninja-Marke, die für das Beste aus Kawasaki Supersport-Serie steht, leitet sich von der GPZ900 von 1983 ab. Dieses Bike konnte Leistungsniveau... Okay. Stetting. Ja. Jetzt habe ich es bestätigt. Gut. Dieses Bike... Ja, gut. Weiter geht's. Also die Grafik ist schon mal sehr, sehr edel. Ich weiß es noch nicht, in wie viele Teile ich das schneiden werde. Ich schätze mal, ich werde mit allen drei Motorrädern fahren. Werde mir beide Strecken angucken. Das heißt, es werden wahrscheinlich so drei Teile. Jeweils ein Motorrad. Das ist jetzt hier schon mal cool. Wir sind hier Stone, so wie es aussieht. Ah, hier sieht man die anderen Fahrer noch. Serrano, Zonka. Was haben die? Eine schöne MV Augusta. Der hat eine schöne Aprilia RSV 4. Eine Gixxer, eine Tausender. Noch eine Tausender Gixxer, der Rodriguez. Der Muller hat eine Bimota. Cool, dass die auch hier gibt. Und der Bianchi hat eine Panigale. Der O'Brien hat nochmal eine MV Augusta. Der Ishikawa hat auch nochmal eine Panigale. Oh, der Vanderberg hat eine S1000 RR von BMW. Der Rodriguez hat eine Gixxer. Kalang hat eine Gixxer. Matsuda hat eine Gixxer, Castrucci hat eine Gixxer, Ryan hat eine Gixxer, Bennett hat eine Gixxer, das sind alle Fahrer. Schau mal in die Startaufstellung rein, wie das dann hier ausschaut. Ah, okay, wir sind Miles Stone. Ja, Miles Stone, gar nicht dumm, so kann man seinen Namen auch überbrücken. Hier haben wir lauter Gixxer hinten dran. Was haben wir noch? Bike-Einstellungen, schauen wir mal, was wir einstellen können. Federung. Da können wir die Vorspannung ändern. Anscheinend kann man sich das hier alles noch kaufen. Baue die letzte Stufe der Federungsverbesserung ein. Also man kann sich hier wirklich Motorräder kaufen und upgraden und sich selber upgraden und volle Hütte. Also ist richtig mit
mit so einem Level-Modus. Man kann hier nur die Endübersetzung ändern. Wir wissen noch nicht, wie die Strecke ist, deswegen lassen wir einfach mal alles und starten das Rennen. Okay, das ist ein bisschen komischer Sound. Ich höre meine jetzt gar nicht aktuell. Los geht's. Der Sound ist jetzt wiederum geil. Die ganzen Tausender wieder. Oh, verbremst. Oh, da ist es leicht voll. Einen hat schon geschmissen. Also, ja, es ist halt. Eine neue Engine hat es geheißen. Die wo auch dann im neuen MotoGP 15 zum Einsatz kommen soll. Oh, da war eine böse Bodenwelle drin. Ja, also vom Fahrgefühl her gefällt es mir echt gut. Da kann man vielleicht außenrum vorbeigehen. Nee. Da muss man ein bisschen Gas immer so tippen. Dann geht es eigentlich ganz schön. Ich habe so ein. Also das MotoGP, das habe ich früher an der PlayStation 3, das 13er gespielt. Ich bin also mit dem Xbox Controller noch nie MotoGP gefahren, deswegen habe ich jetzt keinen direkten Vergleich. Aber es fühlt sich an sich ganz gut an. Die Gegner. Oh. Ah, da schmeißt er schon. Okay, das ist so typisch meistermäßig. Aber wenigstens sind die Gegner jetzt auch schwer, auch schwer. Weil wie wir vielleicht beim wer es anschaut, unser MXGP Let's Play anguckt, da sind die Gegner auf realistisch, also auf der härtesten Stufe und wir fahren trotzdem gut vorne mit. Aber hier, wenn es die auf schwer einstellst, das ist eine richtig üble Gruppe. Schauen wir mal, dass wir hier noch ein bisschen wieder an diese Dreiergruppe rankommen. Kann man vielleicht innen durchgehen. Ah, jetzt zeigt es aber nach außen. So ein bisschen. Gas spielen. Ein bisschen früher ans Gas gehen und. Oha! Direkt sind sie nach außen und da sind sie wieder durchgegangen. Richtig schöne Zweikämpfe hier. Das macht ja richtig Spaß. Aber die Strecke ist jetzt nicht so die geilste. Also ist jetzt mein Geschmack. Windschatten ransaugen und reinbremsen. Ja, das ist so typisch. Das war im MotoGP auch schon komisch, wie die immer abgehoben sind. Da hat es den Vorhinein jetzt ohne irgendwie größeren Einfluss eigentlich geschmissen. Schauen wir mal. Oh, da habe ich jetzt auf den zurückgeschalten. Das ist die Frage, wo habe ich jetzt. Ah, das ist die Hinterradbremse. Ich kann mal auf der geraden. Ja, jetzt ist das erste Rennen ja schon vorbei, gell? Pause-Menü. Ah, hier kann man die Sicht verstellen. Yo. Das ist ja mal richtig heftig hier. Aber Display ist animiert. Oh, oh, oh. Kommen wir ein bisschen weit raus. Und da ist das erste Rennen auch schon vorbei. Also, sie lassen sich mal richtig gut fahren. Die Gegner waren jetzt auch schwer. Wir sind schön Neunter geworden. Gib Credits für dein Bike aus, um es noch stärker zu machen, kaufe dir neue Accessoires oder investiere in ein neues Modell. Ja, okay, wie ich schon vermutet habe, ist es eben mit diesem Kaufen, Upgraden, Personalisieren, also wirklich, schauen wir mal in das Replay rein. Kann man das hier vielleicht speichern? Schaut nicht so aus. Aber schauen wir mal von hier rein. Sie hören sich auf jeden Fall an wie echte Tausende. Sie haben da vielleicht ein bisschen bessere Reifen als die Serienmaschinen drauf. Da hinten hat es einen geschmissen. Ja, ist schon geil, wie die vorbeiballern. Nur dieses komische. Wie dieser Ton so runterfällt. Das ist ein bisschen unrealistisch. Aber der Rest ist. Nicht schlecht. Oh, da hebt man richtig ab. Okay, schauen wir mal weiter. Gehen wir mal weiter. Vielleicht können wir ein bisschen was personalisieren jetzt. Schauen wir mal, was wir mit dem 3600 Credits anfangen können.
Die Ladezeiten sind noch ein bisschen lang. Also jetzt hier. Schauen wir mal. Mein Rider. Nee, geht leider nicht. Schade. Ich würde sagen, nachdem es jetzt relativ zügig ging, testen wir gleich nochmal die die Naked, die Street Triple R, auf der langen Version. Die ist dann... Oh ne. Dann machen wir es so, dass wir die nochmal auf der kurzen testen, weil die ist nur halb so lang, die Runde. Und dann in der zweiten Folge machen wir dann die Modern Super Super Sports mit der langen Strecke. Genauso werden wir es jetzt auch machen. Wie das R im Namen klarstellt, ist dies die Rennversion der Street Triple. Ja. Bestätigen nochmal. Das ist hier ein bisschen komisch. Dieses verbesserte Modell bietet eine voll anpassbare Federung sowie radial angebrachte. Ja, das habe ich leider nicht weitergelesen. Ja, das kennen wir jetzt schon. Mal schauen, was da so dabei ist. Nee, nicht Start auf den. Schau mal. Hier. Mach mal so eine Street Triple. Eine KTM 96 Duke. Eine Yamaha MT-07. Nochmal eine Street Triple. Eine Honda CBR. CB600 müsste das sein. Nochmal eine Street Triple, Street Triple. Ducati Monster. Street Triple. Triumph. Yamaha MT-07. Triumph. Honda. Ja, das schaut wieder ziemlich. Es sind immer nur so ein paar Bikes pro Ding. Klasse vertreten, aber es ist ja auch logisch. Es gibt halt die normalen, also die originalen. So. Das müsste ich jetzt hier auch anders anhören, weil wir jetzt einen Dreizylinder haben. Street Triple würde. Genau, die hört sich jetzt auch anders an. Und es ist leichter, also es fühlt sich alles ein bisschen leichter an zu fahren. Schauen wir mal, ob wir das endlich auch drücken können. Hey, hier ist zum Beispiel nur eine Jeans an und eine Lederjacke. Da ist dann das mit dem Personalisieren angesagt. Oh, hier kommen wir schon vorbei. Ich glaube, dieses Mal auf jeden Fall schon besser. Vielleicht hätten wir auch nicht mit der stärksten Maschine anfangen sollen. Aber ich habe mich einfach am meisten gejuckt, weil ich selber eine Ninja fahre. Da wollte ich natürlich jetzt gucken, wie geil sie das umgesetzt haben. Hier können wir vielleicht... Ah, hier drückt es uns immer. Oder können wir diesmal... Naja, einen Platz haben wir gewonnen. So, jetzt hier Windschatten dranbleiben. Oh. Wie immer meistern realistik. Man schlittert einfach die Leitplanke entlang, wenn es sein muss. Sind schon nicht so sportlich elegant um die Kurve wie so eine MotoGP-Maschine. Da merkt man schon, dass die am Kurvenausgang doch ein bisschen zickig sind und ein bisschen rutschen. Ah, jetzt komme ich ein bisschen schlecht raus. Mir gefällt aber also der Drehzahlmesser, finde ich cool gemacht. Die Karte ist schön. Es hat alles so in blau-weiß gehalten. Und das ist eigentlich schön übersichtlich. Das gefällt mir eigentlich richtig gut. Die Grafik ist auch top, finde ich. Also ist schon schön anzuschauen. Die Sounds sind vielleicht ein bisschen verbesserungswürdig, aber naja, da kann man sich drüber streiten. Die einen finden es gut, die anderen finden es nicht gut. Den 1000er Sound, den fand ich jetzt eigentlich gar nicht so schlecht. Nur am Start hat es irgendwie komisch gekommen. Man hat sogar eine Kilometeranzeige, wie viel... Jetzt können wir uns vielleicht hier innen reindrücken. Oh, da hat es uns leider sauber rausgehebelt. Und wir haben noch einen mitgenommen, in die Beere. Jetzt verlieren wir natürlich unsere Superposition. Ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Aber vielleicht können wir noch, wenn wir die drei da vorne einholen, dann kann man noch auf Platz 2 vorkommen. Wieder unser Eck.
Schlänge ranziehen und dann versuchen, hier jetzt irgendwie reinzustechen. Oh, da habe ich ihn leider umgelegt. Ups. Schau mal. Willy. Ja, geht. Willy geht super. Und da sind wir fantastisch Zehnter geworden. Aber es macht auf jeden Fall richtig Spaß. Wir haben den Titel freigeschaltet. Triumph-Fan. Bringen uns aber irgendwie nichts. 500 Credits nochmal. Vorne sind eigentlich nur Triumphs. Eine Honda. Triumph, Triumph, Yamaha, Triumph. Und hinten kommen dann die ganzen anderen Geschichten. Der Ducati war, ah ja, die Monster. Monster war natürlich Weltklasse letzter. Hören wir mal kurz ins Replay. Was ist denn das? Ach so. Die Perspektive. Also. Kann man jetzt im F1-Modus auch Fotos schießen? Oder? Schauen wir mal, ob wir hier ein schönes Bild für unsere Ding hinbekommen. Für unser, na, wie heißt es? Thumbnail. Was war das jetzt für eine Taste? Weiß nicht. X war das. Drücken wir mal die Taste X, was passiert da? Ach, da zentriert er nur. Ja, man kann da jetzt leider kein Foto machen, aber ich werde es jetzt über die Aufnahme einfach machen. Da werde ich mir das Bild rausziehen. Schauen wir noch ein bisschen. Das Replay. Ja, so in der Menge hört es eigentlich ganz gut an. Ich weiß es nicht, warum die einen Licht anhaben und die anderen Licht aus. Kann man wahrscheinlich irgendwie einschalten. Habe ich aber jetzt nicht gesehen. Da hebt mal kurz ab. Ist eigentlich ganz cool. Jo, dann würde ich sagen, gehen wir zurück ins Menü. Dann ist hier Folge 1 zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch gerne einen Daumen da. Und wir sehen uns dann im zweiten Teil. Bis dann. Ciao.